Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Enshrouded, liebe Leute. Wieder mal eine Folge außerhalb des Livestreams. Ich habe es nicht geschafft. Kommt dann später wieder diese Woche. Ich wollte euch aber unbedingt noch eine Folge bringen, bevor der nächste Livestream kommt. Genau, was haben wir für heute vor? Ich habe mir extra Notizen gemacht. Hier steht ein Zettel, da sind Stichwörter drauf. Wir bauen uns den neuen Gleiter. Skillen auf Wind, dann gucken wir mal wegen Mana-Ring, denn den brauchen wir wahrscheinlich für Aufwind. Und dann gehen wir mal zu diesen drei Fragezeichen. Wartet mal, wo sind sie? Da will ich ja schon die ganze Zeit hin. Jetzt sind es nur noch, genau. Da ist ein Fragezeichen, wenn man da draufklickt, kommen drei Fragezeichen. Das gucken wir uns heute in der heutigen Folge an. Und ja, wir legen direkt mal los. Wir wollen den neuen Gleiter bauen. Leute, ich habe zwar keine Zeit zum Streamen gehabt, aber ich konnte sporadisch übers Wochenende und die letzten Tage immer mal in das Spiel reinschauen und immens viel Zeug zusammenfarmen, also Pflanzen etc. pp. Ich habe eigentlich von allem so ein bisschen was, vor allen Dingen Honig und so, hattet ihr mir geschrieben, ist später mal wichtig. Wasser habe ich ganz viel gefarmt. Genau, das ist immer der erste Schritt, den ich mache, wenn ich hier ins Spiel reinkomme. Erstmal rüber zum Brunnen. Das Wasser ist ja dann nachgespawnt. Und da kann man immer wieder 5 Wasser zapfen oder 6. Ich weiß gar nicht, wie viel rauskommen. Fünf Wasser kommen da immer raus. Jetzt sehen wir hier unten, haben wir genau 50 schon. Ja, ich bin eigentlich super vorbereitet für die heutige Folge. Überhaupt für die nächsten Folgen, für die nächsten Streams. Ist schon ein Haufen Zeug. Ich habe nochmal komplett neu Flachs angebaut. Die Beete sind voll mit Wasser und Flachs. Bedeutet, wir bekommen die ganze Zeit Setzlinge. Jetzt quatschen wir aber nicht lange rum. Wir gehen hier zum Onkel, der ganz klein ist. Und drücken hier auf das Ausrufezeichen Gleiter. Die Leinen, die sind noch, glaube ich, hier in dem Ding drin. 38 Stück sind es. Mehr ist es noch nicht geworden. Muss ich dann gleich wieder Flachs reinschmeißen. So, mein Guter, dann werden wir den mal herstellen. Oh, der braucht Schutz. Warte. Ja, ich gebe dir doch schon Schutz. Ich gebe dir doch schon Schutz. Ich habe übrigens nochmal fürs Thumbnail, habe ich nochmal dieses Ding eingesammelt. Ich muss ja immer Thumbnails machen, ne? Und ist gar nicht so einfach. Oh, bin ich denn nur doof? Drück doch mal B. Nee, ich will gar nicht B drücken. Ich will die 6 drücken. So, jetzt. Wo stand denn der? Genau in der Mitte, ne? So, komm mal her. Jetzt hast du auch Schutz. Dann werden wir diesen Stab gleich wieder hier reintun. Dass er aus dem Inventar ist. Nochmal danke für den Tipp, dass ich die Verbände und die Heiltränke doch auf die erste Leiste mitsetzen soll, damit ich nicht im Kampf umschalten muss. Finde ich einen guten Weg. Das hattet ihr mir damals, glaube ich, schon mal gesagt. Aber ich habe es auch nie vergessen. Ihr kennt mich ja. So, die Aufnahme läuft aber, hoffe ich. Ja. Sieht gut aus. Herstellen. So, jetzt haben wir einen besseren Gleiter. Den schauen wir uns gleich mal an. Charakter. Da. Reichweite, Geschwindigkeit. Warte. Gleiterstufe 10. Warte mal, der hat Geschwindigkeit 10 und 4 Ausdauerpunkte pro Sekunde. Reichweite 100% und der hat Geschwindigkeit 15 und 150%. Geilomatico. So, dann habe ich irgendwo noch einen größeren... Halt, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte den hier vernichten. Löschen. Den können wir jetzt löschen. Probieren wir dann auch bald aus. Jetzt gehen wir in den zweiten Punkt. Fähigkeiten. Ich habe nämlich dadurch, dass ich halt so viel mich rumgetrieben habe, tatsächlich noch ein bisschen gelevelt. Und wir machen jetzt hier Aufwind. Wenn du beim Gleiten die Sprungtaste drückst, bekommst du einen kleinen Höhenschub. Diese Fähigkeit einmal pro Flug eingesetzt werden, kostet 120 Mana. Aber wenn wir Glück haben und es noch nicht rausgepatcht wurde, ist es so, dass man während des Fluges aus dem Flug rausgeht, also rechte Maustaste drückt, dann schnell die Leertaste drückt und dann kriegt man wieder Schub. Allerdings nur, solange man Mana hat. Deswegen gucken wir mal. Ich habe ja momentan den Ring... Alchemistenring, der macht 6 Mana-Punkte, 8 Ausdauerpunkte, 10 Lebenspunkte. Der andere Siegerring des Wächterältesten macht 8 Ausdauerpunkte und 10 Lebenspunkte. Und der Mana-Ring an sich macht 8 Mana-Punkte und einmal Regeneration. Wir nehmen den mal mit. Vielleicht gibt es da später auch noch bessere. Der macht halt auch hier Ausdauerpunkte, ne? Macht ja auch Sinn, weil dieser Aufwind funktioniert mit Ausdauer und mit Mana. Müssen wir dann mal gucken, wie das Verhältnis ist. Ansonsten müssen wir mal den Ring wechseln.
So, einen Rucksack gab es noch irgendwo. Einen größeren Rucksack. Hier, mittelgroßer Rucksack. Getrocknetes Fell und Leinen haben wir alles da. Herstellen. Jawohl, Leute. Jetzt haben wir dann wahrscheinlich, wartet mal, wie viel haben wir jetzt? Bis hierhin, ne? Genau, hier bis hierhin. Und wenn ich den jetzt ausrüste, wartet. B drücken. Ne, Quatsch, Charakter. Plus 16 Slots. Jetzt gehen wir rein. Ist das geil, Leute. Ist das geil. Jetzt kommen wir langsam in dem Spiel an, wo ich sage, es wird noch geiler, als es eigentlich schon ist. So, den können wir jetzt auch löschen. Die Leinen, die schmeißen wir jetzt hier in eine blaue Kiste. Hier habe ich auch ein bisschen Ordnung geschafft. Nur ein bisschen. Wartet mal. Vielleicht hier oben rein. Hier die Leinen rein. Ich habe jetzt hier drüben zum Beispiel Essen und die ganzen, den ganzen Quatsch. Naja, und hier unten auch nochmal eine Essenskiste. Es ist jetzt noch nicht so eine krasse Ordnung, wie man sich das vorstellt. Ah, ihr seht auch schon, ich war fleißig. Wenn man kurz Pause gedrückt hat, wie viel Material ich schon gesammelt habe, kann losgehen. So, das haben wir erledigt. Ring haben wir erledigt. Den Rucksack haben wir jetzt sogar. Ihr hattet gesagt, ich soll das hier bei ihm auch noch bauen. Alles, was ein Ausrufezeichen hat, bauen. Machen wir direkt. Weil es dazu manchmal neue Quests geben kann. In dem Falle nicht. Das Teil hauen wir jetzt mal hier rein, wenn hier noch Platz ist. Ein Platz ist noch. So, okay. Freunde, dann sind wir auch schon durch mit der Routine. Jetzt schauen wir mal wegen Nahrung. Wir brauchen dann unbedingt als allernächstes, nachdem wir heute die drei Fragezeichen durchsucht haben, brauchen wir diesen Kessel. Ja, zum Kochen. Na? Der ist dann nochmal ganz wichtig. So, dann gehen wir mal hier hoch. Zu Hause Stufe 1. Genau, das können wir dann auch im Prinzip gleich löschen. Schnellreise. Ja, das werden wir dann auch gleich löschen. Den Altar und weiterhin mitnehmen. Flamme tilgen. Gut, kann losgehen. Also, kann ich mir hier einen Wegpunkt setzen? Als Wegpunkt setzen. Haben wir gemacht. 798 Meter in diese Richtung. Ich bin ja mal gespannt, wie dieser Gleiter dann funktioniert. Müssen wir dann irgendwann mal an dem Turm ausprobieren. Jetzt seid ihr natürlich alle gespannt, ne? Jetzt hat er das Ding, den neuen Gleiter, und nutzt ihn gar nicht. Aber, Leute, Geduld ist eine Tugend. Jetzt hab ich ihn ja doch genutzt. Komme ich denn da überhaupt da so hin? Hier gibt's nicht irgendwo eine Warte, ne? Ja, kannte ich nochmal diese Warten? Schreiender Flamme. Bin ich denn nur doof? Hier oben war eine, ne? Düster Dickicht, warte. Vielleicht fliegen wir von der einfach hier so rüber. Ja, das können wir machen. Vielleicht kommt man da. Weil, guck mal, hier vorne ist ja eine Sackgasse. Seht ihr das? Wir müssen quasi von hier. Schnellreise. Geil, dann probieren wir jetzt direkt mal aus, das Ding. Da freue ich mich. So, mein Wegpunkt ist in diese Richtung. Genau. Also, erstmal hier drauf. Jetzt bin ich ganz nervös. Also, rechte Maustaste drücken während des Fluges. Wollen wir vielleicht so einen Ausdauer- und Mana-Trank irgendwie nehmen? Wir nehmen erstmal Buff-Food. So. Was ist denn das hier auf der 7? Das war doch irgendwas mit Mana-Trank. 80 Mana-Punkte. Und das hier war das helle Irrlicht. Aber wir probieren es. Also, wir nehmen jetzt die 7. Hat er das jetzt genommen? Hä? Warum geht's nicht, Leute? Na egal. Also. Und jetzt rechte Maustaste. Ah, so. Rechte Maustaste? Nee. Okay, ne? Dann habe ich es noch nicht so ganz begriffen. Wie es funktioniert. Neuer Ort kartiert, aber wir sind schon mal. Schreinerlager, da waren wir schon, ne? Im Schreinerlager waren wir doch schon.
So, wir müssen weiter in diese Richtung. Glaube ich zumindest, dass wir hier schon waren. Wo ist hier was? Eine 13er Ratte. Du elende Ratte. Hat sie mich fast gehabt, Leute. Habt ihr es gesehen? Aber ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Bin mir gerade nicht so sicher. Doch, hier waren wir schon. Oder? Ja. Hier waren wir schon, Leute. Genau. Und wir müssen weiter. 800 Meter in diese Richtung. Ich weiß noch nicht, ob wir... Nee, hier waren wir anscheinend noch nicht. Neuer Ort kartiert. Was haben wir hier gesammelt? Honig. Wunderbar. Was hier im Säckle? Da war was drin. Holzscheide. Und Nägel. Hier sind auch nochmal Nägel. Boah, auf die Bude hier. So, Bücher habt ihr gesagt, immer mitnehmen. Brauchen wir dann vielleicht... Da ist jemand, ich bin ja in so einem Forum. Der hat wirklich eine riesen Bücherei gebaut und brauchte irgendwie 10.000 Bücher. Alter, wie kommt denn diese Wildsau hier rein? Hilfe! Wie kommt diese Wildsau da rein? Jetzt juckt mir auch noch der Arm, ich kann mich nicht mal wehren. Jetzt sterbe ich an dem Wildschwein. Scheiße, Leute. Ist das da vorne? Was bist denn du? Ein Reh. Ja. Ey, wirklich, als nächstes werde ich das skillen, dass mir die Tiere nicht mehr auf den Sack gehen. Ihr habt zwar gesagt, das ist auch blöd, weil dadurch ganz viel XP verloren geht. Aber das geht mir so hart auf den Sack. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Jetzt bin ich so voller Hektik irgendwo hingerannt. Was ist das hier Schönes? Ach so. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Gottes Willen. Die Wildschweine, die machen mich fertig. Hat man hier jetzt alles? Hier ist nochmal Horz. Quartz 4. Na toll. Mach's doch kaputt. Was nicht. Hätte ja sein können, dass irgendwas dahinter ist. Ich glaube, hier ist was zu lesen, Freunde. Aber wir gucken hier nochmal alles schön durch. Ne? Hier ist ein Brunnen. Geil, wird er Wasser klauen. Was, nur drei? Nee. Gut, jetzt ist es vorbei. Oh, ist schon wieder eine Wildsau. Zwei Wildsäuen. Ah, guck mal, wie viel Indigo da ist. Mist, wenn sie mich einmal erwischt haben, ist scheiße. Oh, noch eine dritte Sau, ey. Drecksau. Gibt's doch nicht. Oh, Mann, das bist du lang, ne? Oh Gott, ey, ich habe übrigens Krämpfe schon in den Fingern. So sehr nimmt es mich mit, dieser ganze Quatsch hier. Unbedingt den Indigo abbauen, seht ihr? Ah, guck mal, wie viel Bienenwachs hier ist, Freunde. Hier ist alles am Start, guckt euch das an. Wir nehmen hier alles mit. Alles.
Habt ihr den gesehen, Leute? Habt ihr den gesehen? Ha? Scheiße. Das waren zwei Bienenschwärme. Gut, haben wir mal hier mit der Axt drauf. Ich mache schon wieder völlig andere Dinge, als ich wirklich tun wollte. Aber das ist halt das Geile. Du kommst hier von einem aufs andere. Du wirst hier so schnell abgelenkt. Das ist einfach so genial. Ich finde es super, Leute. Da oben noch mehr Indigo. Oh nee, hau ab, du blöde Sau, du Elende. Hier sind Bienen. Merkst du es noch? Die andere Sau da hinten habe ich auch schon gesehen, Leute. Gottes Willen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Honig war hier. Was ist das ja eigentlich? Ach ja, Haselnüsse. Ey, hier ist ja der Garten Eden. Guckt euch das mal an. Hier ist noch Thun. Hier ist noch eine Wildsau. Also wer hier auf Wildschweinfleisch steht, den empfehle ich diese Stelle. Da gibt es genug. Ist das hier Agave oder was ist das? Mann, was ist denn das hier? Sieht so komisch aus. Kommt übelst wie Pflanzenfaser raus. Okay, verstehe, verstehe. Okay, nochmal hier hochgucken. Hier ist nämlich auch nochmal ein Indigo. Und da ist ein Höhleneingang. Hier ist schon wieder so viel zu entdecken. Juhu! Und noch mehr Wildschweine. Die können wir jetzt mal am Arsch lecken. Ich will jetzt hier nur alles untersuchen. Rotes Pflänzchen. Hallo. Okay. Die war ja blöde. Giftsack her hier. Seid ihr eigentlich stolz auf mich, dass ich jetzt ab und zu mal mit Magierstab arbeite, auch wenn ich da immer ewig brauche, die Taste dafür zu finden? So, was ist hier noch versteckt? Nicht oder was? Jetzt. Da sind Erdbeeren. Die brauchen wir übrigens auch jetzt. Wir sammeln einfach alles. Da ist was zu lesen, das ist klar. Da hinten ist noch irgendwas. Aber ansonsten haben wir jetzt hier alles geklärt, ne? Okay, ich habe es immer noch nicht verstanden, wie es genau funktioniert. Wir müssen das noch üben. Oh. Waldrübe nehmen wir auch mit. Hey, hallo. Ich habe dich doch gesehen und habe 3 Sekunden vorher schon die Maustaste gedrückt. Zählt halt nicht, oder was? Sorry, Leute. Ich bin heute schon wieder sehr aufbrausend. Aber manchmal ist es doch zum... Mäuse melken. Fachwerkblock! Juhu! Für die Leute, die gern bauen. Entschuldigt, Leute. Aber sowas freut mich. So, lesen wir mal. Das ist alles wert. Was für ein Saustall, dachte ich. Ein Haufen von Banditen, Gaunern und Schwachköpfen, die sich schon bei einem Kartenspiel gegenseitig abstechen würden. Die Mannschaft ist ungehobelt, aber ein paar Tage in der Mine zu schürfen, macht selbst die härtesten Räuber mürbe. Uns hält ein einziges Versprechen zusammen. Elixier für alle. Ich hoffe, Samet steht zu seinem Wort. Sehr schön, Leute. Da ist nochmal Honig. Honey. Hey, let's take the honey in. Wie jetzt? Keine Bienen? Hallo, Puppe hoch. Puppe hoch. Eine Fresse. Wo schießt denn du hin, Alter? Hör auf. Oh. Ja, 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 ja. Oh, oh. Muss da mal weg.
Oh, mal, wo ist denn dein Giftsäckle, Alter? Mistkrebel. Oh, pass auf, wir probieren es mal anders. Mal Ausdauer ist gerade scheiße. So, nun ist er fort oder was? Wo ist denn der Saftsack? Naja, die Giftsäcke nehmen wir mit. Jetzt müssen wir aber wahrscheinlich erstmal kurz nach Hause. Beziehungsweise hier irgendwo einen Altar bauen. Hier ist noch so ein Giftsack. Hallo? Gib den Giftsack auf, du Giftsack. Jetzt haben wir keine Steine, ne? Wir brauchen mal ganz kurz Steine, Freunde. Dann gehen wir schnell nach Hause und kommen wieder hierher. Kommt nur Schutt raus, so ein Dreck, Alter. Wartet, wir finden ja schon stehen. Ich sehe halt nicht. Mist. Brauch nur mal kurz stehen. Da vorne sind Gegner, da habe ich jetzt gerade keinen Bock. Ja. Hier sind Stehne. Dann bauen wir uns schnell einen Altar. Hör auf. So, Handwerk. Herstellen. Oh, hier wird das ganze Inventar zugemüllt. Nein, jetzt habe ich irgendwas gefressen. Gammelfleisch wahrscheinlich. Gut. Geht's noch mal ganz kurz nach Hause, Leute? Wir kommen langsam ein Stück vorwärts. Ey, aber wir haben einen Fachwerkblock gefunden. Das ist für manche viel wert, ne? So, warte, den schmeißen wir gleich hier irgendwo rein. Warte mal, ich hau mal diesen ganzen Pfeffer hier raus. Scheiß drauf, das werden wir löschen. Einfach löschen. Können wir ja später nochmal herstellen. Sorry dafür, aber das nervt. Gut, dann einmal hier an die unterste. Wie ging's? Shift F? Ah, sowas. Okay, hier ist noch alles so, wie es sein soll. Aber wieso tut er diese eine Keule da nicht runter? Ne, warte mal, ich mach grad Scheiße, ne? Ich drück genau das Falsche. Steuerung F. Ne. Bin ich denn nur blöd? Umschalt F. Ich verstehe es nicht, was ich hier gemacht habe. Egal. Lass erstmal Honig rüberhauen. Ne, der kommt gar nicht hier rein. Irgendwas habe ich hier falsch gedrückt gerade, Freunde. Du schmeißt da jetzt den Indigo in mein Inventar. Das sollte doch gar nicht tun. Umschalt F. Hat das jetzt gemacht? Ne, irgendwie nicht. Sehr merkwürdig. Ich drück bestimmt schon wieder das Falsche. Hab irgendwelche anderen Dinge im Kopf. Dann machen wir es halt per Hand. Oder was? Umschalt F. Ne, dann nimmt er das Zeug hier raus. Komisch. Na egal, muss ich dann nochmal Ordnung machen. Ich hau das jetzt alles mal hier rüber. Ist ja auch unwichtig, wo es jetzt liegt. Achso, ich kann es auch so. Ich irgendwie das Falsche im Sinne.
Zack. Okay, jetzt sind wir erstmal wieder soweit klar. Kurz reparieren und dann geht's wieder nach Hause. Achso, nach Hause. Ins Abenteuer meinte ich natürlich. Hahn hat gekräht, ganz leise. Und dann gehen wir... Na! Och, manchmal zieht man da an der Maus und es passiert nichts. Das ist schon noch ein ganz schöner Weg bis dahin. Das ist krass. Okay. Weiter geht's, Freunde. Wir müssen irgendwie dahin noch. Oben waren wir aber schon, oder? Stimmt, das war... Hier waren wir schon mal. Oder auch nicht. Ach Mist, jetzt habe ich wieder irgendwas gegessen. Hier war doch irgendeine Kiste drin, ne? Genau, die ist aber schon offen. Da ist trotzdem noch mal was drin. Ring der Flamme, der sieht gut aus. Okay, das wusste ich gar nicht, dass man die Kisten noch mal looten kann. Episch. Plus 40 Miasma-Zeit. Ey, das ist natürlich geil. Wenn du weißt, du gehst jetzt ins Miasma rein, rüstest du den schnell aus. Das ist spitze, Leute. Ach, ist das geil. Episch. Fetzt mir. So, weiter da lang. Da sehe ich schon wieder Flachs. Flachs nehmen wir natürlich mit. Waren wir hier hinten schon? Sieht so aus, als wären wir hier schon gewesen. Ah, du bist ein ganz großer. Wow, jetzt weg ist er, der Bruder. Schönes Ding. Wir können mal ganz kurz, was haben wir hier? Fleisch haben wir, Haselnüsse und Wässerchen. Und der Bärchen. Weiß nicht, ob wir hier schon waren. Da habe ich hier noch was gesehen. Flachsbrauch stand noch irgendwo rum, aber es war jetzt nur einer. Egal. Wir müssen irgendwie da lang. Ja, Erdbeeren, alles voll. Ja, mit dem guten Zeug. Was ist das hier für eine Ruine? Das ist hier schon wieder irgendwas. Man kommt gar nicht dazu, dorthin zu gehen, weil immer irgendwas kommt. Sieht aber brutal aus hier. Oh, da ist was grüner. Da ist ein grüner. Bist du so... Hm, tolle Wurst. Beutel. Okay, der ist übel. Der ist echt übel, Leute. Aber ich hab gut pariert. Da ist noch so ein Typ. Da ist noch so ein Typ. Schickt er jetzt erst seine Hunde los? Ey, das ist ja krass. Das ist ja krass, Leute. Achso, da gehe ich wieder in das Schutzschild. Komm mal da raus, du. Ich will nicht hier in diesen scheiß Gang mit dir kämpfen.
Komm jetzt raus. Mist, ey. Da konnte ich gerade nicht blocken in dem Moment. Alter. Ja, okay, das Parieren ist echt eine Sekundensache hier, aber puh. Mann, Mann, Mann. Der geht ja ab, der Typ. So, gibt's denn noch so grün? Hau ab! Oh, erstmal Lugi Lugi. Da ist noch ein Hund. Hund ist okay. Nur die Grünen sind gefährlich. Hä? Warum hat er jetzt schon wieder nicht geblockt? Ich hatte doch volle Ausdauer. Versteh's nicht. Naja. Oh, hier, das hakt übelst. Die Tastatur hakt übelst. Was ist da los, Leute? Und ich wollte gerade nur nach links gehen. Wenn das bei jedes Mal beim Blocken so passiert, ist halt echt scheiße. Hier, schon wieder. Was ist das? Das ist doch neu. Das war doch vorher nicht. Oh, das sieht auch verdächtig aus. Aber nur so aus. Ich glaube, da ist nichts. Das ist aber echter Mist, Freunde. Wenn das hier die ganze Zeit so geht. Oh. Alter, was geht mit euch? Ja, wär's auch schon. Sehr gut. Aber hier ist doch noch irgendwas, oder? Hier noch was oder ist hier nicht? Da muss noch ein Gegner, höre ich. Da unten. Ah, gucke hier eine Kiste. Gucke da. Gucke hier und gucke da. So. Was geht hier ab? Okay, langsam gefällt mir das Spiel. Anfangs war es echt viel zu easy. Jetzt werden die Kämpfe aber langsam eine Herausforderung. Das fetzt. Ich bin voll drin. Jetzt habe ich gespuckt vor lauter Freude. Hihi. Ey, wirklich. Es geht übelst ab. So. Hier noch irgendwas versteckt? Eieieieieieieieiei. Hier ist auch noch irgendeine Brücke. Warte mal, wo geht's denn da hin? Ah, gucke. Da war man anscheinend auch noch nicht. Gucken wir uns gleich an. Ich will hier nur noch mal alles kontrollieren, dass wir hier nicht verpassen. Geil, das Parieren macht übelst Spaß. Jetzt habe ich erstmal begriffen, wann das Timing dafür ist. Hier ist nämlich noch eine Türe, die ist zu. Oh oh. Ist der hinter der Tür? Oh oh.
In dem Moment hätte ich eigentlich schnell so eine Bombe zünden müssen. Mensch, schleich ja nicht so rum. Greif an, oder nicht? Du. Blödmann-Hund. Noch einer. Willst du mich rollen? Okay, diesmal habe ich ein bisschen zu früh die Deckung gelassen. Ich wollte schon sagen, dann ist hier nichts. Aber hier ist was. Ja. Geil. Krass, Leute. Aber ich sage mal, ich bin schon wieder recht böse. Ich baue mal einen kleinen Cliffhanger ein. Aber wir gehen noch über die Brücke und dann bauen wir einen kleinen Cliffhanger ein und in der nächsten Folge bzw. Stream schauen wir uns die drei Fragezeichen an. So, wo war sie? Da hinten. Okay, das Schwert ist fast im Eimer. Wir wechseln mal ganz kurz. Falls noch irgendwas passieren sollte, haben wir ein neues. Buffs haben wir alle noch drauf. Ist hier was drunter? Nö. Waren wir hier noch nicht? Echt nicht? Aber wir kommen auch immer noch nicht zu diesen Fragezeichen irgendwie. Da unten ist eine Kiste, ich sehe sie. Ich will mal kurz den neuen Ring ausprobieren. Jetzt haben wir 6,53. Jetzt gehen wir auf Charakter. Gehen wir ganz kurz auf den hier. Bleibt dabei. Hä, wartet mal. Muss ich noch mal kurz aus dem Miasma raus, damit er sich aktiviert? 47 stand da jetzt. Wenn ich den wieder ablege... Ah, 7 Minuten. Also macht er 40 Sekunden. Den muss man aber vor dem Miasma nehmen quasi. Gut zu wissen, Freunde. Ist hier was? Ist hier was versteckt? Geil, Leute, wo sind wir denn hier gelandet? Ach du Scheiße. Weit slow. Krass. Das sieht cool aus. Aber ich bin so gemein, Freunde. Ich hack mir jetzt hier kurz einen Felsen, setze mir einen Altar. Kommt natürlich noch Erde raus, doch ein Stein. Gut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Freunde. Geil, das hat Spaß gemacht. Ich bin gerade wieder voll gehypt. Wo ist denn mein scheiß Rucksack? Wo ist der Altar hier? Eieieiei, ich bin so aufgeregt. So, da haben wir's. Geile Sache, Leute. Ich gehe nach Hause, mache mich leer. Ich spoilere mich nicht weiter bis zur nächsten Folge. Und dann gehen wir hier zusammen das mal durch und gehen weiter Richtung die drei Fragezeichen. Irgendwann müssen wir ja mal da hinkommen. Das ist ein ganz schön krasser Weg. Bisher nur Abenteuer unterwegs. Und guck mal, da sind schon ganz viele Gegner. Gut, jetzt ist wirklich Feierabend. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.